So, da sind wir auch wieder bei Simus the Sorcerer mit Aussicht auf diese schöne Blume, die uns versucht hat zu fressen, uns auch zweimal gefressen hat. Geht's auch weiter und wir finden raus, was es auf der anderen Seite dieses, oder am anderen Ende dieses Tunnels gibt. Ich glaube, ich weiß schon was. Ja, den Penis-Stinkwurz, was auch immer das sein soll. Naja, sieht aus wie eine Kerze für mich. Vielleicht haben sie sich nicht getraut, einen Penis darzustellen, wenn sie es schon Penis nennen. So, jetzt müssen wir aber erstmal gucken, was das überhaupt ist. Und ich hoffe, das Spiel stürzt sich ab. So, zack, zack, zack. Laut Buch handelt es sich hierbei um Stinkeschniedel. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Druide etwas davon wollte. Ja, wir haben den Stinkeschniedel. Gut. Dann würde ich sagen, verschwinden wir auch schon wieder, bevor uns irgendwas anderes noch fressen will. Halt, das war die falsche Richtung. So, und vorsichtshalber nehme ich mal das Buch weg. Boah, dieses Geschmatze. So, hier geht's raus. Perfekt. Und wir müssen hier wieder an dieser blöden Blume vorbei. Jetzt können wir... Wo ist er denn? Da drüben ist der Druide. Uns mal beim Druiden umschauen und ihm seinen Stinkeschniedel geben. Und dann kriegen wir endlich den scheiß Djinn. Hoffe ich. Wahrscheinlich kommen da noch fünf andere Sachen. So, hier. Bitte sehr, hier ist etwas Stinkeschniedel. Das ist prima, Junge. Danke. Ja? Das wäre alles. Hier ist eine Belohnung. Aber denk dran, immer nur ein winziger Schlöckchen. Ein winziger Schlöckchen. Was ist jetzt los? Ja. Ich glaube, wir sind jetzt so zu, dass wir nichts mehr machen können. So aus, als wären wir ein bisschen benommen. Aber ich denke, das ist eine gute Sache. Wir gehen jetzt einfach da rüber zum Sumpfling und probieren nochmal die Sumpfsuppe. Hunger, Hobby. Mein Suppen will ich haben. Du fühlst in Ordnung? Der spricht auf einmal bayerisch. Schnauze und her mit die... Wow. Geiles Gebräuch. Noch mehr. Oh, weia. Ja, war wohl etwas zu viel Gin. Yeah. Nein! Nein! Puh, ich froh, du wieder gut fühlen. Ich schon Angst hatten, ich müssen... Wow, irgendwas stimmt nicht mit meinem Kopf. Du wollen noch etwas Suppe? Nein! Nein! Niemals wieder! Du Test bestanden! Du jetzt können lernen, Sumpfling-Lied. Yeah. Also bin ich doch nicht umsonst gestorben. Du gut zuhören. Sumpfgebräu, bleib dem Schlamm und dem Sumpf stets treu. Bleibe Sumpfi treu, Sumpfgebräu. Das ist alles? Ja, ich wissen es etwas lang sein, aber du dein Bestes geben müssen. Okay. Du ausprobieren wollen? Sumpfgebräu. Bleib dem Schlamm und dem Sumpf stets treu. Bleibe Sumpfi treu, Sumpfgebräu. Jahu! Das hervorragend sein! Okay. Obwohl du noch sollten mehr Gefühl hineintun. Das wäre doch nur geheuchelt. Egal. Du jetzt sein Ehrensumpfling. Yeah. Klasse. Würdest du mich jetzt begleiten? Ich brauche deine Hilfe bei einer Angelegenheit in Polyganis. Nein, ich nicht verlassen können, Sumpf. Sie dort bauen wollen, hässliche kleine Häuser. So?
aber es ist doch eh nur eine Müllkippe. Das sind schreckliche kleine Häuser in Kastenform mit Möbeln, wo Müffeln. Und da sind hässliche Damen in Musterwohnungen und sie dir aufsetzen einen Plastikhut. Verdammt, es reicht. Keine weiteren kleinen identischen Idealwohneinheiten mehr. Der Schlussstrich muss hier gezogen werden. Auf der Stelle. Es muss etwas getan werden. Nicht für den Sumpf. Der Sumpf kann mir den Buckel runterrutschen. Es ist Zeit, dass jemand aufsteht und sagt, so nicht mehr. Keine weiteren hässlichen Durchschnittswohnungen mehr, die in unterschiedlichen Tönen von Piss, Gelb und Ekelviolett dekoriert sind. Wenn ich in einem Karton leben will, dann entwickle ich ein Alkoholproblem und werde obdachlos. Es reicht. Das muss endlich aufhören. Sie dringen in unseren Raum ein und wir weichen zurück. Sie assimilieren ganze Welten und wir weichen zurück. Doch jetzt nicht. Hier wird der Schlussstrich gezogen. Yeah! Irgendwer kenn ich das. Nehmen. Was ist das? Sein Vertrag. Sagen, dass sie Sumpf sollen lassen in Ruhe. Du willst, dass ich den Anwalt dies hier unterschreiben lasse? Ja. Dann ich können Sumpf verlassen und zurückkehren nach Hause. Okay, ich kümmere mich drum. Viel Glück. Toll. Das war's jetzt? Jetzt habe ich so einen scheiß Vertrag bekommen, den er unterschreiben soll. Ich muss ihn immer noch dazu bringen, dass seine blöden Sachen nicht funktionieren. Ey. Ein ziemlich schlecht formulierter Vertrag, dem steht, das Unterzeichnen des Personen mitessen lassen in Ruhesumpf. Aha. Okay. Ich komme mit dieser Vertragsgeschichte irgendwie nicht weiter. Es gibt ein altes Sumpfling-Sprichwort, das sagen, zu viele Schnecken verderben die Suppe. Und was ist die tiefere Bedeutung? Du nachdenken drüber. Okay. Habe ich irgendwie Sumpfsuppe bekommen? Nee. Ich habe immer noch nichts, mit dem ich irgendwie dieses Insektendings da wegmachen kann. Glaube ich. Wüsste ich jetzt nichts von. Wie kann ich dem Typen den Insektenschutz klauen? Vielleicht muss ich den irgendwie ihm wegnehmen. Keine Ahnung. Na gut, reden wir erstmal mit dem Typen. Vielleicht ergibt sich noch was. Ich habe mit dem Sumpfling über die Angelegenheit gesprochen. Wirklich? Konntest du ihn zur Vernunft bringen? Nicht ganz. Er scheint eine felsenfeste Meinung zu haben. Er hat mir sogar einen Vertrag gegeben, den du unterzeichnen sollst. Du erwartest doch nicht im Ernst, dass ich sowas unterzeichne. Nun, eigentlich nicht. Sonst wäre es ja auch zu einfach. Dann stiehl mir nicht länger meine Zeit. Ich hoffte eigentlich, das Gute in dir anzusprechen. Ich bin Anwalt. Und das ist das Gute in mir. Ich muss gehen. Ich hoffe, du erhebst keinen Einspruch. Sehr witzig. Hast du ein Glück, dass geschmacklose Witze nicht illegal sind. Sonst hättest du jede Menge Ärger am Hacken. Okay. Kann man irgendwie... Kann ich irgendwas noch mit dem machen? Immer noch irgendwie dieses Insektenschutzmittel von ihm loswerden. Ich weiß aber nicht wie. Naja, wedel du mal mit deinem Vertrag. Was könnten wir denn? Das Zauberbuch wird mir da nicht viel bringen. Das ist keine Pflanze. Ja, ach nee. Ich sehe nicht, was das bewirken soll. Ich habe immer noch den Stößel. Irgendwo habe ich was übersehen. Entweder habe ich irgendwas übersehen oder diese Kräuter beim Druiden. Da muss doch irgendwas auf sich haben. Irgendwas. Vielleicht kann mir der Druide nochmal mit irgendwas helfen. Ich muss irgendwie immer noch dieses Zeug loswerden. Da gehe ich nicht rein. Es könnte jede Minute zu einer Razzia kommen.
Oder sonst irgendwas, was wir mit dem Ding machen können. Hammer. Glühbirne, Detektor. Ha, ha, ha. Sprengen? Nein. Katze. Aschenbecher. Schlüssel. Ich frag mich, ob das Gewächshaus für irgendwas noch gut ist. Das heißt auch, irgendwie, das braucht direktes Licht. Kann ich hier irgendwie nicht. Irgendwas, mit dem ich da hochgehen kann. Oder kann ich irgendwie. Kann ich vielleicht das irgendwie fällen oder so? Katze geht auch nicht. Hup, 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 hup. Wo ist denn hier? Wo ist denn hier die Axt? Nein. Ha. Kann der mir noch irgendwas helfen? Er stinkt wirklich nach Fusel. Nee, der kann mir auch nichts mehr bringen. Und hier? Der Brunnen bringt auch nichts. Okay, dann müssen wir nochmal die Dings durchschauen, die Blumen. Weil das ist das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, was mir was bringen könnte. Mädelfinger wird am häufigsten zur Herstellung von starkem Alkohol verwendet. Starker Alkohol. Okay. Sie könnten giftig sein oder mir sonst was antun. Ich werde sie erst dann anrühren, wenn ich sie brauche. Du brauchst was. Feengeflüster. Hier steht, dass es für eine bekannte Fußsalbe benötigt wird. Fußsalbe. Ist jetzt auch nicht so, dass sie könnten giftig sein oder mir sonst was antun. Ich werde sie erst dann anrühren, wenn ich sie brauche. Was ist das nochmal? Wirkweide. Eingesetzt zur. Ich glaube nicht, dass ich sowas lesen sollte. Sie könnten giftig sein oder mir sonst was antun. Hier brauche ich wahrscheinlich. Ich werde sie erst dann anrühren, wenn ich sie brauche. Wieder zu retten. Dies ist das Totfischkraut. Hier steht, dass die zerdrückten und oral eingenommenen Früchte Bienenstiche heilen und dass die Pflanze nur Früchte produziert, wenn sie dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist. Sie könnten giftig sein oder mir sonst was antun. Ich werde sie erst dann anrühren, wenn ich sie brauche. Dass ich vielleicht den noch drehen muss, den. Den Turm. Jungfernschreck. Wow, das hier wird für Aromatherapien verwendet. Ob's wohl auch noch zu was anderem taugt? Das könnte. Sie könnten giftig sein oder mir sonst was antun. Okay, ich werde sie erst dann anrühren, wenn ich sie brauche. Damenfreud. Dieses Kraut ist offensichtlich ein wichtiger Bestandteil von Rasierschaum. Rasierschaum. Sie könnten giftig sein oder mir sonst was antun. Einzige, was mir noch einfällt, ich werde sie erst dann anrühren, wenn ich sie brauche. Turm drehen müssen. Für direktes Sonnenlicht. Dazu müsste ich das Gewächshaus hier wegkriegen. Aber mit was kriege ich das Gewächshaus weg? Mit was kriege ich das Gewächshaus weg? Jetzt einfach einen Frosch rein. Gibt natürlich nicht. Da gehe ich nicht rein. Es könnte jede Minute zu einer Razzia kommen. Ja, Razzia. Den Vogel können wir uns auch knicken. Es war klar, dass wir das nicht mehr nehmen können. Hier war das Buch. Das ist keine Pflanze. Okay, das Gewächshaus ist keine Pflanze. Gut. Akzeptiert. Irgendwie ist das hier ein bisschen dunkler geworden alles gerade. Huh. Ich habe so viel Krempel. Ich weiß nicht, was ich. Irgendwie komme ich mir ziemlich blöd vor. Ja. Lass dich doch ausstopfen, du verrückter alter Bastard!
Ja, können wir da irgendwas mitmachen? Irgendwas Isolierendes? Vielleicht den Teer? Nö. Ach, vielleicht kann ich den Teer hier reinkippen. Nein, natürlich nicht. Ich muss doch irgendwie diesen Turm drehen. Ah, ich häng fest. So, jetzt schauen wir uns den Turm mal an. Kann ich vielleicht mit meinem Jojo irgendwas machen? Höhö, ich kann Löcher ins Licht schlagen. Den Zielen habe ich noch nicht so raus. Okay, das bringt mir gar nichts. Jetzt hier nur die Leiter an dem Turm. Scheint so. Nur die Leiter. Hier diese Stützen und so. Ich weiß jetzt echt nicht, was ich noch machen soll. Hier in der Hütte waren wir schon, da haben wir schon alles mitgenommen. Ich müsste irgendwie... Ja, müsste irgendwie das Ding drehen. Können wir dem Typen den Frosch andrehen? Nee, natürlich nicht. Oder die Katze. Oder den Aschenbecher. Können wir denn noch machen? Ich kann mir irgendwie das Gewächshaus abfackeln. Wäre noch schöner gewesen. Okay, es ist ein bisschen planlos mal wieder. Weil irgendwie, also ich nehme an, dass ich die Bären erst noch ins Sonnenlicht drücken muss. Und ich muss immer noch den Typen dazu bringen, dass er... seinen Sonnenschutz, also seinen Insektenschutz verliert, aber ich wüsste nicht mit was. Im Sumpf gibt's nichts mehr, was ich dafür hernehmen könnte. Ich könnte ihm einfach nur nochmal die Insekten draufjagen, aber sonst hätte ich keine Ahnung, was wir noch machen können. Da ist eine Staubsauger hier. Probieren wir es einfach nochmal. Hat sich aber nichts geändert, oder? Sogar die Bienen sind gegen mich. Hey, wie kommt's, dass du noch lebst? Verdammter Insektenschutz. Er muss sich doch irgendwie neutralisieren lassen. Ja, nur wie? Das ist hier die Frage. Wie kann ich den Insektenschutz neutralisieren? Her nicht. Was können wir denn dafür hernehmen? Ich könnte mir halt höchstens vorstellen, dass man irgendwas machen muss mit dem. Also vor allem, man muss auch noch irgendwas mit dem Gewächshaus machen. Dass man das irgendwie noch manipuliert oder keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das für nichts gut ist. Irgendwas muss doch da noch gehen. Oder hier. Weil ich hätte eigentlich gedacht, dass mir der Sumpfling vielleicht irgendwie was hilft dabei, aber der Sumpfling ist mal wieder eine faule Socke und lässt mich die ganze Drecksarbeit machen da. Ja, ich habe echt keine Ahnung. Ich weiß nicht weiter. Kann ich hier raus? Ja. So, gibt's hier irgendwas? Nee. Wäre noch schöner gewesen. Hallo. Ja. Ich bin hier sehr verplant und werde wohl noch ziemlich lange sehr verplant hier rumrennen. Weil ich einfach nicht weiß, was ich noch machen soll.
außer verplant rumlaufen. Aber ich habe eigentlich alles. Ich habe alles im Sumpf mitgenommen, was mir irgendwie aufgefallen wäre. Ich kann mir noch Bienen holen, ich kann... Ja, das war's. Aber ich weiß nicht, wie ich den Insektenschutz umgehen kann von dem Typen. Das ist das Problem. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich den umgehen soll. Ich müsste ihn irgendwie abwaschen oder so, aber ich habe hier auch nichts, wo ich irgendwie Wasser benutzen kann oder so. Das fasse ich nicht an. Ja, du sollst auch nicht anfassen, du sollst aufsaugen. Man gibt hier den einen oder anderen Wasserfall, aber... Ja. Na gut, ich überlege mir was bis zur nächsten Folge und... ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich etwas planlos war, mal wieder. Genau. Und ja, wir haben eigentlich auch viel erreicht. Wir haben den Sumpfling endlich gekriegt und so. Wir haben einen Vertrag, wir wissen, wie wir den Sumpfling aus dem Sumpf kriegen. Und eigentlich müssen wir jetzt so diesen scheiß Vertreter loswerden. Naja. Das werden wir uns dann in der nächsten Folge näher mit befassen. Und ja, damit verabschiede ich mich und ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao, Leute.